Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Ludwig Augustinsson. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Und das ist der Ballverlust. Das könnte was werden. Da ist die Flanke. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Der war nicht leicht zu spielen, aber das war richtig, dass er es versucht. Sie gehen ins Risiko. In ihrem Heimspiel setzen sie jetzt auf die Abseitsfalle. Ja, das ist wirklich nicht ohne Risiko, aber vielleicht geht es ja gut. Alfred Finnbogason. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Ja, das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nicht gut verteidigt. Pass kommt. Der ist noch heiß. Ja, das war die Riesenchance zur Führung. Sie machen nichts raus. Niederlechner. Ballbesitz verloren. Niederlechner. Alfred Finnbogason. Florian Niederlechner. Niederlechner! Da geht er weit am Tor vorbei. Kevin Möwald. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Was macht er draus? Das macht er sehr gut. Chance zur Führung. Finnbogason. Jetzt vielleicht die Flanke. Gefährlich! Der Ballverlust. Unaufhaltsam. Niederlechner. Er holt sich den Ball. Und jetzt haben sie den Ball. Der FC Augsburg unter Markus Weinzierl. Das war schon toll, ne? Auch wenn es zuletzt eher um das Thema Klassenerhalt ging. Der FCA International. Klasse Chance jetzt. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Guter Vorstoß da jetzt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Gute Aktion, gut geklärt. Vorne der Ballgewinn. Und da verlieren sie den Ball. Hat er nur noch den Torhüter vor sich. Fällt das Tor doch noch. Ballgewinn, gefährliche Position. Da zeigt er seine ganze Klasse. Super Parade. Niederlechner. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Super gemacht, gute Verteidigung. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben.
Ich bin gespannt, wie sich das Spiel im zweiten Durchgang entwickelt, Buschi. Bisher alles recht ausgeglichen, oder? Ja, sieht man auch an den Zahlen. Beide Teams mit Chancen. In der zweiten Hälfte braucht es dann etwas mehr Konsequenz im Abschluss. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Finn Bogason. Gute Chance für eine Flanke. Da ist der Ball weg. Klasse Aktion, Ball ist weg. Kevin Möwald. Eggestein. Werder Bremen macht Druck. Ganz alleine. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Jetzt die Flanke. Da oben, der fordert den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Und Ballverlust. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Werder Bremen hat, wenn wir uns die Statistik zum Ballbesitz ansehen, weniger von der Partie. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Da haben sie gut gearbeitet. Ball ist draußen. Buschi, kurz zurück zum FCA. Was traust du ihnen zu? Das Zeug zum Klassenerhalt haben sie. Aber natürlich ist das mit dem Etat und den Möglichkeiten, die sie haben, kein Selbstläufer. Also das wird wieder eine harte Saison. Vielleicht der Ausgleich. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Schönes Zuspiel. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da ist jetzt alles frei. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort aus treffen. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Der Verteidiger stört ihn. Defensiv machen sie es gut. Weg ist der Ball. Ballverlust. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Kommt jetzt die Flanke? Gute Aktion jetzt. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Sie bekommen den Einwurf. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ist das der Anschlusstreffer? Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Kurze Variante bei dieser Ecke. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Chance zum Konter jetzt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da ist der Ball weg.
Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Toller Abschluss, sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich. Spitze, der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten. Jetzt kommt der Wechsel. Aktueller Spielstand, jetzt also 2:1. Doppelter Wechsel beim FC Augsburg. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Die Nummer 20. Michael Gregoritsch. Da ist die Hereingabe. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Alles wieder offen hier. 2:2. Für den FC Augsburg. Die Nummer 23. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Kevin Möwald. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Und das gibt Abstoß. Ball ist wieder weg. Niederlechner. Das könnte eine Gelegenheit werden. Kein Tor, es bleibt beim Unentschieden. Und alle dürfen sich bei ihm bedanken. Das war eine unglaubliche Parade. Und diese Ecke könnte doch noch die späte Entscheidung bringen. Aber dafür muss sie gut reinkommen. Der Ball kommt rein. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Was macht er draus? Ja, energischer Vorstoß. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da verlieren sie den Ball. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Vielleicht die Führung jetzt. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Da steht die Abwehr sicher. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Er macht ihn rein, leeres Tor. So einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Die Gelegenheit für die Flanke. Vielleicht fällt nach der Ecke hier doch noch einer rein. Der Torhüter ist mit vorne drin. Der will auch noch mithelfen. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Sie setzen sich hier durch. Ausschlaggebend dieses späte Tor.